Hallo und willkommen zurück im Pokémon Mystery Dungeon, während Shellast hier Energieball einsetzt und wir jetzt unterwegs sind zu Kurtl, ihn fragen, ob er etwas weiß über das geheimen Ort, den wir noch nie gefunden haben und über den keiner Bescheid weiß. Denn dort soll der Zeitsturm stehen, der jetzt am Zusammenfallen ist. Und wenn der Zeitsturm ganz weg ist, erscheint Schatten Dialga und die ganze Welt wird auf Stopp sein, oder es wird nichts beweglich sein. Die ganze Natur wird stehen bleiben. Nur noch die Pokémon können sich anscheinend danach bewegen, was interessant ist. So, wir sind ja hier, um Kurtl zu finden und um das Ganze im Zeitturm zu verhindern. Ob wir es rechtzeitig schaffen? Na, mal sehen. Aber es wird ja auf jeden Fall nicht einfach, habe ich das Gefühl. Und diese Pokémon hier können irgendwie nichts. Denn es sind die gleichen Level wie das erste Mal, wie wir hergekommen sind. Damals war es schon richtig interessant. Aber jetzt, ja, ist es einfach nur schnell durchgehen und den Ausgang suchen und mit ganz normalen Schlägen die Gegner besiegen. Sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein hier. Vor allem, ich finde interessant, auch wenn ich schon mal hier war, der Dungeon ändert sich. Und Level 35 für ein ganz normales Gehweiher. Was es nicht alles gibt. Was? Ärger vermeiden? Ich habe es in Taktik gelesen, aber... Geduld ist... Ah, da! Der hat jetzt Shellast erlernt. Das Pokémon wird in den Panikstatus versetzt, wenn seine KP niedrig sind. Es flieht dann wohl sowohl vor Gehen als auch vor Freunden. Während der Flucht kann es keine Items einsetzen. Ist... Eine ziemlich interessante Taktik. Wir haben hier noch Geduld ist eine Tugend. Das Pokémon wird sich nicht mehr bewegen, wenn es nur noch wenige KP hat. Ich frage mich, wozu diese Taktik gut ist, aber das hier erklärt sich von selber. Warte hier und weg von hier. Jeder für sich ist auch klar, wenn es mehrere Gegner sind. Gegen den Wärm ist auch klar und den ersten Treffer vermeiden. Das ist eine interessante Taktik, die Shellast schon gelernt hat während unserer Missionen. Welche Taktiken er lernen kann, hängt davon ab, wie lange ihr schon zusammen seid mit dem jeweiligen Pokémon. Wenn ihr schon länger zusammen seid mit einem Pokémon als mit einem anderen, kann er schon mehr Taktiken als ein anderes. Du mit Hypnose, du triffst auch immer, oder? Also bis jetzt hat Hypnose eine, ich glaube, 80%ige Chance gehabt, obwohl es offiziell nur eine 60%ige Chance hat. Obwohl hier Donnerblitz auch nicht immer trifft, was ich interessant finde. Egal. Ich gehe so schnell durch, wie ich kann, wie ihr seht. Immer schön Ausgang suchen, keine Probleme haben, mit ganz normalen Attacken draufhauen. Denn mit Donnerblitz bringt nichts. Es bringt zwar ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, aber warum soll ich die verschwenden? Wenn ich auch so ganz normal durchgehen kann, ohne dass ich irgendetwas verbrauche. Das macht Shellast schon. So, Lutzel weg. Gelbgummi hat Shellast. Was? Gelbgummi? Da war ein Gelbgummi! Egal, ich nehme keinen Schaden, weil meine Verteilung einfach so krass ist. Und Slime möchte ins Team aufgenommen werden. Gift-Pokémon. Kann man immer gebrauchen. So, Slimer mit. Was kannst du denn eigentlich, Slimer? Gift, Wolke, Pfund, Lehmschelle, Härtner. Ist jetzt nicht so die Attackenauswahl, aber passt eigentlich schon. Ich finde Slimer relativ in Ordnung. Slimer ist ein... Aushalte-Pokémon will heißen, es hält viel aus, teilt auch gut aus, wenn man es richtig macht, und kann dann sehr böse sein. Und ich suche schon wieder mal den Ausgang. Ah, mein Tempo ist so gering. Gleich geht's wieder. Ah, wie normales Tempo war's. So, die Musik hier erinnert mich an ein anderes Spiel. Ich weiß nicht warum, aber es ist immer so. Immer eine Musik kommt, die mir bekannt vorkommt, so wie hier, erinnert mich an das ein anderes Spiel. Naja. Kann schon mal vorkommen. So, wie gesagt, die Pokémon sind ja kein Problem. Vielleicht hätte ich das offscreen machen sollen, aber warum sollte ich, wenn es hier doch so einfach ist, hier durchzugehen? Wo wir letztes Mal eh schon so viele Probleme hatten. So. Da war ja richtig krass, die Dungeons letztens. Meine Güte, bevor wir hier zurückgekommen sind. Da werden wir wieder bei der heißen Quelle mittendrin und gleich mit Kurtl reden oder mit dem Minky. Minky, 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 Minky! Nein, noch besser, Rasaf! Ich habe gelernt, dass ich besser werde, den Muskel aufzulockern. Rasaf, halte her! Die Art, wie ich meine Arme die ganze Zeit angehoben lasse, geht schon auf meine Schulter, ne? Ich bin froh, dass es eine heiligste Quelle gibt.
Das Slimer chillt, will anscheinend kein Wasser haben. Ja, ich als Pikachu fühle mich hier richtig wohl. Gut. Kurtel, wir fragen dich mal. Kurtel! Meine jungen Freunde, lange mich gesehen, ey. Wollt ihr eure Müdigkeit wegwaschen? Oh! Nicht? Ich verstehe. Er sucht meinen weisen Rat. Ja, ja, Kurtel! Nun, es gibt keinen besseren Ort als diesen, wenn ihr eure Geschichte mit jemandem teilen möchtet. Dann erzählen wir mal, wir haben viel zu erzählen. Zeit später, ungefähr 2 Stunden. Oh, ich verstehe. Kurtel, das verborgene Land, sagt ihr. Ich hab davon gehört. Nächstes Mal einer. Wirklich, Schillers? Das verborgene Land ist ein wahrlich legendärer Ort. Es ist ein bestenfalls lückenhafte Überlieferung von Mund zu Mund weitererzählt. Macht nichts, bitte erzählen Sie uns, Schillers. Selbstverständlich. Kurtel, ich kann euch nur erzählen, was ich weiß, ne? Das verborgene Land liegt jenseits des Ozeans. An einem versteckten Ort, so geht die Geschichte. Ein versteckter Ort? Ja, Kurtel! Das verborgene Land erlaubt nur den Außerwelten, es zu finden. Um dahin zu gelangen, muss man über bestimmte Qualifikationen verfügen, zum Beispiel Level 100. Schillers, das dauert ja Ewigkeiten. Ein Ort, zu dem nur jemand mit dem richtigen Qualifikation gelangen kann. Hm. Okay, Kurtel, was sind diese für Qualifikationen? Es sind... Gürtel, ach verdammt, was war das nochmal? Tut mir leid, das ist mir entfallen, Gürtel! Oh nein, du hast's vergessen, wie kannst du nur? Schillers, bitte Gürtel, bitte erinnere dich, es ist wirklich wichtig! Ihr sagt das nur leicht, aber... Moment, ja, ich weiß nicht, ja. Gürtel! Ihr braucht einen Nachweis. Ihr braucht irgendeinen Nachweis? Ja, das war es, ein Nachweis. Hä? Was sollen wir denn nachweisen? Ein Nachweis, Schillers? Ein Nachweis worüber? Das war ja ein Nachweis über... Ach du Kacke, was war das nochmal? Sei mir nicht böse! Kurtel, ich habe es wieder vergessen! Du kannst dich nicht erinnern, Schillers! Nebenbei, Kurtel kann die Attacke Amnesie erlernen. Es tut mir leid, Kurtel, euch hier toll zu wissen. Schillers, na gut. Kannst du dich noch an irgendetwas anderes erinnern? Nein, das war alles. Kurtel! Vergebt mir, Kinder. Ja, falls mir einfach sagt, welche Art von Nachweis mir braucht, lasse ich es euch wissen. Schillers, danke, Kurtel. Wir sollten zur Gilde zurück, genau. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass das verborgene Land über den Ozean ist. Kurtel könnte uns nicht viele Worte geben, ne? Das ist schade. Knolllauf, das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass wir einen Nachweis brauchen. Das du bist, ist ein Fortschritt. Knolllauf! Und wir wissen auch, dass es über den Ozean geht. Richtig, Knoll! Krass, krass! Wir suchen auch gerade. Krakeno, ja, wir haben nichts gefunden, ne? Aufgegeben wird nicht, ja? Wir müssen weiter versuchen, Donnerwetter. Bitte. Dicta, ich versuche es auch bei dir. Wir sollten Jardes und die Nachtwürmer ausruhen. Sonnenflora, wir machen morgen weiter. Na gut, danke Leute. Schillers! Yay! Jetzt wissen wir mehr, wo wahrscheinlich das verborgene Land liegt. Über den Ozean heißt das. Muss ein weiter Weg sein. Wenn keiner was weiß davon. Oh ja. Wieder mal der Mond. Schillers! Wir kommen nicht so voran, wie wir gehofft hatten. Als wir mit Kurtel sprachen, dachte ich, es gäbe noch Hoffnung. Ich wüsste gerne, wie es Webtender geht. Ob er jetzt an einer Zeit eingesammelt hat? Auch wir müssen uns beeilen. Schillers! Es gibt keinen Grund, uns nervös zu machen. Besonders da jetzt alle mithelfen. Wir sollten uns ein bisschen schlafen. Und morgen mit frischem Mut weitermachen. Okay, Harry, gute Nacht. Gute Nacht, Schillers. Obwohl, wir sollten uns vielleicht nicht zu viel Zeit lassen. Denn es heißt schon, die Welt ist dabei, dass sie halt für immer und ewig gestoppt ist. Ich muss mal kurz was trinken. So, sorry Leute, weiter geht's. Wir kommen mit so einem trockenen Hals letzter Zeit. Aufgestanden, ja? Ja, es ist morgen! Okay, ja. Guten Morgen, Harry. Puh, weiter geht's. Wo sollen wir jetzt suchen, wenn wir jetzt das endlich wissen? Es geht über den Ozean. Ja gut, holen wir uns ein Wasser-Pokémon und surfen rüber. Nur in welche Richtung? Norden, Osten, Westen, Südwesten? Na, so viele gibt es doch gar nicht. Nur 360. Plus, minus, ein bisschen was dazwischen. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten.
machen wir es kurz. Das vorgeworfene Land bleibt uns weiter genutzt, ja? Aber wir geben nicht auf, Blumenkohl! Yay! Lass uns das heute rausgehen und weiter verforschen, ja? Gehen wir! Blumenkohl! Yay, gehen wir weiter erforschen, auch wenn wir keine Ahnung haben, wo wir suchen sollen. Wo sollen wir heute noch forschen, Ari? Wir haben doch schon mit Kurt gesprochen. Silas! Uns fehlt jede Spur, verdammt! Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Diktor! Wer ist Fußabdruck? Der Fußabdruck gehört Kurtl, den Dorfältesten. Der Fußabdruck gehört Kurtl. Oh, Kurt besucht uns. Was, Kurtl? Schillers! Er besucht uns. Kurtl, hab ich euch endlich eingeholt. Das hat die ganze Nacht gedauert, müsst ihr denken. Die Stufen zur Gilde, boah, die sind für alt, nicht so mehr alt genug. Alter Schwede. Was für dich her, Kurtl? Schillers! Hast du keine das erinnert? Kurtl, das habe ich tatsächlich, ja? Aber mir ist leider nur noch eine winzige Kleinigkeit eingefallen. Für diesen Weg geht er... Na, egal. Gestern betrachte ich die Haarste der heißen Quellen lange und eingehend. Schließlich kam meine Erinnerung wieder. Kurtl! Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich frage mich, ob es sich um lohnt, sie euch mitzuteilen. Kein Problem, Knoblauch, macht einfach! Jede Information hilft uns weiter! Bitte sag schon mal raus! Als wir gestern über die Reise zum verborgenen Land sprachen, Kurtl! Da sagte ich euch, dass ihr dazu einen Nachweis braucht. Mir fiel noch etwas zu diesem Nachweis ein. Der Nachweis! Er trägt eine Inschrift mit einem bestimmten Muster. Ein bestimmtes Muster? Schillers! Christus, was für ein Muster soll das sein? Wie kann ich es beschreiben? Es ist schwer zu beschreiben, ich habe nur ein Bild im Kopf, aber... das Muster ist recht kompliziert und ungewöhnlich, ja? Es ist ein seltsames Muster, eine von der Art, die man selten sieht. Kurtl! Von der Art, die man selten sieht? Mit dieser? Und weiter. Man sollte es... Ich meine, ich könnte mir so etwas vorstellen, ja? Aber sich so eine Vorstellung vorzustellen, das ist nicht einfach, wenn man das versucht. Palim, was könnte es sein? Ich habe da so eine Idee. Ein Muster von der seltenen Art? Wie könnte ich ein solches Muster aussehen? Ein Muster der seltenen Art? Ein seltsames... Moment, warte mal! Ein seltsames Muster? Ein seltsames Muster? Ich erinnere mich damals... ja, ich habe mir schon sowas gedacht. Das hier. Schlast sein Schatz. Was könnte das sein? Was ist es? Auf dem Relikt frequent war ein seltsames Muster. Schlast, dein Schatz. Was ist los, Harry? Dein Schatz ist es wahrscheinlich. Was? Mein Relikt frequent? Schlast! Oh, richtig! Dieses Muster! Verzeihung, könntest du das mal hier mal ansehen? Oh Gott! Das ist es! Ein Muster genau wie dieses ist es! Ah, was, Kurtl? Was? Wie Kurtl sich jetzt voll durchdreht. Wo hast du das her? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich daran erinnere. Lass schon so lange her. Ich habe das zufällig aufgesammelt. Nun, meine Güte, das ist fabelhaft. Sonnenbohrer, dass Schillast es besitzt. Bitte, dass Schillast ist das zu qualifiziert, zum verborgenen Land zu gehen? Nur Schillast? Das kann ich auch nicht wissen. Kurtl! Vielleicht ja, vielleicht nein. Um zum verborgenen Land zu gehen, muss man diesen Nachweis sicherlich besitzen. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Besitzer des Nachweises qualifiziert ist als Außerwälter. Kurtl! Dieser Nachweis könnte einfach der physische Schlüssel für das verborgene Land sein. Aber sogar schon vorher hat er das gleiche Muster als Inschrift. Es gibt keine sicheren Verbindungen zwischen dem Reliktfragment und dem verborgenen Land. Okay. Ich verstehe genau gar nichts mehr. Oh, aber, Knoblauch, steht das etwas dann außer Frage, dass dieses Muster etwas mit dem verborgenen Land zu tun hat? Knoblauch, das zumindest ist doch schon etwas. Kurtl, zumindest nehme ich das an, ja. Kurtl! Moment, ihr seid euch bewusst, dass das verborgene Land nur eine mündliche Legende ist, richtig? Ihr versucht nicht, das verborgene Land zu finden, oder? Doch, das tun wir! Meine Güte! Was für eine Überraschung! Blutokai? Dieses Muster, wir haben es irgendwo gesehen, oder nicht? Was? Ja. Der Meeresarm im Nordwesten, ich erinnere mich, in der Salzwasserhöhle. Aber Guildmeister, dieser Ort... Ja, ich weiß, dieser boshafte Bandit war dort. What the... Ein boshafter...
Batista. Aber bitte alle zu. Ich hab das Muster einmal an einem Ort namens Salzwasserhöhle gesehen. Knullo! Wir können wohl mehr herausfinden, wenn wir das Reliktfragment dorthin bringen. Es gibt alles ein Problem. Da schleicht der Pokémon herum, der ein boshafter Bandit ist, ja? Kreis, davon lassen wir uns keine Angst machen, denn da legen wir! Sind wir jetzt also keine Erkunder, hä? Und Kämpfer? Wir müssen nur tapfer sein, Sonnenflora! Auf geht's! Jetzt haben wir wieder einen Hinweis! Yay! Dank Knurluf und Flaudergeil! Danke, Leute! Knurluf! Das Ort ist eine Herausforderung. Wir sollten uns heute Zeit nehmen und für morgen bereit machen und trainieren! Wir werden uns zur Salzwasserhöhle begegnen! Yay! Auf zur Salzwasserhöhle! Yay! Wir reden darüber! Gott! Ich dachte, das Verbeulern sei nicht mehr als Folklore! Folklore? Alter, dieses Wort ist alt. Und auch noch meinen Geist unbeweglich werden lassen. Gott, es ist sehr traurig. Das alles lässt mich in die Tage zurückdenken, als ich von Romantik und Abenteuer träumte. Ach ja, die Romantik war aber geiler. Helf mir, meine Träume zurückzubekommen. Geht euer Bestes. Gott, du kannst auf erzählen. Chillas. Danke sehr, Kuttel. Oh, nicht nur Rede wert. Er braucht wieder eine Nacht oder einen Tag wieder zurück, der Arme. Eieiei. Alles klar, Leute. Den Rest des Tages von Vorbereitung wegtreten! Yay! Endlich wissen wir vielleicht, wohin gehen müssen. Jawohl, ja. Willst du es bereit? Nein, machen, ja? Du gehst ab! Sonnenflora, das wird so aufregend. Das wird ein sehr geiler Spaß. Blauwecker! Du hältst dich morgen in der Gilde auf Anruf bereit. Hallo! Guildmaster? Verteilt mir, wenn ich auch so reit hatte, aber... Bitte lass mich zur Salzwasserhöhle mitgehen! Knurluf, nein! Ich kann dich niemals wieder in solchen Gefahr aussetzen! Aber genau deswegen! Deswegen muss ich dabei sein! Ja, bitte nimm mich mit zur Salzwasserhöhle! Blablabla! Okay, dann möchte ich, dass du morgen mit Tim da gehst! Knurluf! Wow, was? Blauger mit uns? Oh je! Das kann doch nur schief gehen! Führe das Team von Harry dorthin, wo wir dieses Essen musst du gesehen haben! Knurluf! Ich möchte aber, dass du vorsichtig bist, ja? Dankeschön, Guildmeister. Danke, danke, danke. Ich werde dich nicht enttäuschen, ja? Noch etwas. Ich habe mir das zu erledigen, deswegen muss ich auch da sein. Das ist Kommando, sorge ich weg mit. Knurluf! Wie du wünschst. Na dann. Aufgehen, trainieren, passiv werden, aus dem Lager holen, ein bisschen kaufen und kaufen. Das werde ich alles aufs Screen machen, Leute. Das wird lustig. Also so sind die Dinge, ja? Ihr beide geht morgen mit. Die Mitglieder von Team Dark, die nicht der Gilde angehören, dürfen nicht mitkommen. Schade. In der Salzwasserhöhle liegt ein heimliches Game auf der Lauer, ja? Niemals die Deckung fallen lassen, ja? Okay. Und tut nicht, dass mich davon abholen könnte, dort Erfolg zu haben, ja? Okay, okay, das kapiert. Harry, mach es bereit. Lass uns nach Schatzstadt gehen und bereit machen. Yo, das werden wir. Okay, Leute, im nächsten Mal gehen wir in die Salzwasserhöhle. Werden wir dieses Zeichen finden? Oder werden wir verkacken und die ganze Zeit wird stehen bleiben? Bis zum nächsten Part und ciao! Ich renne gegen die Wand. Ah!